heute noch. Die wurden nicht nochmal über Bord geworfen. Die heißen bis heute noch Sinelbären und Pirsifbären und noch viel mehr Bären. Und jetzt haben wir hier eben einen Lehmboden. Das ist weicher Lehmboden. Möchtest du eine Beere pflanzen? An sich ja. Das Problem ist, wenn wir jetzt eine pflanzen, wächst sie nie. Niemals. Leider. Weil, wie anfangs erwähnt, ist die Batterie in diesem Spiel leider leer. Und das ist ein zeitbasiertes Event. Beeren brauchen einen Tag zum Wachsen. Ich glaube, es war ein Tag rum, ungefähr so. Und ja, da die Zeit aber hier leider nie voranschreiten wird, weil die Batterie leer ist, wächst die Beere nicht. Deswegen müssen wir auf dieses Future leider, leider verzichten. Das ist wirklich schade. Wir können also keine Beeren züchten. Wir würden sogar mehr bekommen, wenn wir die sogar täglich wässern. Oder halt stündlich, also mehrmals am Tag wässern. Und die ist dann fertig gewachsen, bekommen wir auch mal 5 Sinelbeeren raus oder so. Ja, ist halt jetzt leider so. Wir können sie auch prüfen, wir können sie auch angucken. So sieht sie aus. So ein kleiner Bärendex sozusagen. Und ja, da können wir sie ein bisschen anschauen. Guck mal hier, Pirsifbeere. Sehr süß und delikat, sehr zart. Vorsichtig anfassen. Pirsif, ne? Verrät ihr ein bisschen der Name. Ist an einen Pfirsich angelehnt, ne? Da sieht man sogar die Größe. Und dass sie süß schmeckt, dann haben wir eben die Sinelbeere. Eine Beere unterschiedlichsten Geschmacks. Wächst an einem halben Tag. Sie ist scharf, trocken, süß, bitter und sauer. Und steinhart. Siehst du mal. Und sie haben natürlich auch Eigenschaften, ne? Sinelbeeren füllt die KP eines Pokémon um 10 auf. Das geben wir jetzt auch mal dem süßen Flemmi hier. Denn Beeren können von Pokémon selbst eingesetzt werden. Ne? Natürliche Items setzen Pokémon von alleine ein im Kampf. Das steigert dann sogar auch die Freundschaftspunkte. Und eben, damit kann es sich dann eben selbst heilen. Damit sind dann wertvolle Runden gewonnen. Und hier so eine Pirsifbeere wirkt bei Vergiftung, wenn wir vergiftet werden. Wir können sie aber auch manuell einsetzen. Wir können jetzt so sagen, okay, jo. Fuck, ich habe sie eingesetzt. Nein! Ich habe sie eingepflanzt in den Boden. Geil! Ah, alles klar. Jetzt haben wir keine Sinelbeeren mehr. Ah! Na gut, jetzt seht ihr wenigstens, wie die Sinelbeere da drin so ist. So ein schöner kleiner Hügel, der jetzt dafür immer und ewig verrottet. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir sie auch außerhalb eines Kampfs einsetzen können, ja, die Beeren. Geiler Tipp, ey. Das ist ja super geil. Okay, ja gut, jetzt haben wir keine Sinelbeeren mehr. Aus diesen Beeren übrigens, die wir hier in der Region finden, können wir auch Pokeriegel herstellen. Und die sind dann wichtig für Wettbewerbe. Denn es gibt noch weitere Attribute. Können wir die jetzt schon anschauen? Ja, können wir sogar. Die kamen auch neu hinzu, weil es kamen auch Wettbewerbe neu hinzu. Ja, und da gibt es eben die Attribute hier. Stärke, Anmut, Coolness und Schönheit. Es gibt auch diese. Ich glaube, es sind alle 4. Das sind, glaube ich, alle. Es gibt Schönheitswettbewerbe, es gibt Coolness-Wettbewerbe, Anmut-Wettbewerbe und Stärke-Wettbewerbe. Und je nach Kategorie eben, wir sind jetzt gerade gut verteilt. Wir brauchen eigentlich für einen Schönheitswettbewerb, wäre es halt gut, wenn wir 3 schöne Attacken hätten. Und dann sehen wir hier halt auch, wie viel Ausdruck die verleiht. Aber dazu kommen wir noch, wenn wir mal eine Wettbewerbshalle gefunden haben. Dann erkläre ich euch das auch nochmal genauer. Und Pokeriegel, erhöhen halt eben auch bestimmte Attribute. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Pokémon haben, das nur schöne Attacken hat, müssen wir natürlich damit in einen Schönheitswettbewerb. Deswegen brauchen wir Pokeriegel, die die Schönheit des Pokémon erhöhen, damit wir mehr Punkte bekommen, ne? Und ja, da müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, welche Beeren benutzt man, um welche Pokeriegel herzustellen und so weiter und so blub. Deswegen, ja. Ihr seht schon, es gibt so viel Neues hier. Und da haben wir noch eine Trainerin. Mein Ziel? Stets gewinnen und der beste Trainer aller Zeiten werden. Hilf mir bei meiner Karriere. Nö, ich vernichte es. Ich vernichte dein Ziel, Hochhaus. Ich werde dich zernichten. Göre Karin. Mhm. Dann hol mal raus dein schönes Zickzacks, ne? Auf die Wettbewerbe freue ich mich auch schon. Werden wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen machen. Wie gesagt, erzähle ich euch dann noch mal ein bisschen genauer, wenn wir dann soweit sind. Auf jeden Fall, mit den Bären lässt sich einiges anstellen, ihr seht schon. So, zack, und wir sind schon wieder Level 11 fast. Da habe ich wohl deine Karriere angekurbelt. Ja, meine statt deine.
Um auf der Straße der Sieger laufen zu können, brauche ich mehr Pokémon. Ich auch. Hier gibt es übrigens auch ein sehr seltenes Pokémon, ein Trassler. Da müssen wir echt ein bisschen suchen, wenn wir das haben wollen. Will ich das denn jetzt in meinem Team haben? Will ich ein Trassler? Ist ein starkes Psycho-Pokémon. Will ich ein Trassler? Ich weiß es nicht. Will ich das? Oh, sorry, bin ans Mikro. Weißt du, was ich mir heute mache? Einen warmen Pudding! Darauf freue ich mich. Das tut mir ganz gut. Magst du sowas auch? Ja, ich liebe Pudding. Frischer, warmer Vanillepudding. Ja. Liebe ich schon sehr. Habe ich so lange nicht mehr gegessen. Oh, jetzt will ich Pudding. Jetzt will ich Pizza und Pudding. Ich hasse euch alle. Lutuzel! Das ist das, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das ist das editionsspezifische Pokémon. Das gibt es nur in Pokémon Saphir. Wie gesagt, in Rubin dafür. Das Gegenstück ist Samurzel. Das fangen wir uns jetzt einfach mal. Oha, ich dachte schon. Alter. Komm, das fangen wir. Holen wir uns das tolle Lapzurzel hier. Pokéball, go! Pudding. Dann lass dir dein Pudding mal schmecken, ne? Auch Vanille oder Schoko? Was für ein Pudding isst du? Lutuzel! Die Wasserlinse Lutuzel soll einige Zeit an Land verbracht haben, aber ins Wasser zurückgekehrt sein, weil das Blatt auf seinem Kopf zu groß und zu schwer geworden ist. Nun lässt es sich auf dem Wasser treiben. Süß. Da haben wir unser erstes Pokémon gefangen. Schön. Ich will mal sagen, wir kämpfen nochmal scheinbar. Okay. Scheiße. Hey, ein männliches Wampel auf Level 4. Okay. Okay, ja, damit lässt sich was anfangen. Können wir fangen. Komm, das fange ich jetzt auch. Damit lässt sich auch arbeiten. Komm, was soll der Geiz? Vielleicht kriegen wir ja sogar ein Papinella raus. Männlich. Ich glaube, es wird zu einem Schaloko. Und dann Pudox. Ich weiß es nicht. Ich behalte es mal. Ich werde das mal ein bisschen trainieren. Käfer-Pokémon trainieren sich sehr schnell. Die entwickeln sich verdammt schnell. Wampel wird von Schwalboss als Beute angesehen. Oh nein. Dieses Pokémon wehrt sich gegen angreifende Räuber, indem es die Stacheln an seinem Hinterteil auf sie richtet. Es schwächt seine Gegner mit dem Gift, das aus den Stacheln austritt. Sehr giftiges Würmchen, ne? So, jetzt sind wir hier in Blütenburg City, die Stadt, in der unser Vater wohnt. Zuerst mal Pokis heilen. Dankeschön. Nach deinem Stream, da bin ich noch unsicher, ob Vanille oder Schoko. Nach dem Stream erst, okay. Vanille oder Schoko, also ich wäre ja für Vanille, ne? Ich liebe ja Vanillepudding. So, tun wir mal Wampel an die erste Stelle und Lutuzel packen wir in die Box. Das brauche ich nicht. Und jetzt, wie eben auch schon angesprochen, das supergeile Boxsystem. Einfach packen, hier hinsetzen, Ende, zurück, beenden, fertig. Wow. Wie schnell. Das war in Kristallgold-Silber noch so ganz anders. Ah, das ist so schön. So, so schön. Für mich sind die Game Boy Advance Editionen die perfekten Editionen. Ist einfach so. Also vor allem Smaragd. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ja, wunderschön. Und Platin. Danach kommt aber die DS-Edition Platin. Die ist auch sehr cool. Aber, ja, also von den Game... Ja, ist schwierig. Soul Silver war halt schon auch verdammt geil. Die perfekten Editionen sind Soul Silver, Heart Gold und Smaragd. Ist einfach so. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, dann ist einfach so. Ihr könnt mir trotzdem in die Kommis schreiben, welche Lieblingsedition eure Edition sind, was? Eure, ja, ihr wisst schon. Schreibt mir das doch gerne mal, würde mich verdammt interessieren, was ihr da so am liebsten spielt. Und auch mit welchen Poké-Editionen ihr eingestiegen seid. Was waren denn eure ersten Pokémon-Spiele? So, gucken wir mal. Computerbasiertes Pokémon-Lagerungssystem. Wer auch immer dieses entwickelt hat, muss ein wahrer Zauberer sein. Stimmt. Es gibt viele Typen von Pokémon. Jeder Typ hat seine Stärken und Schwächen gegenüber anderen Typen.
Je nach Typ des Pokémon kann der Kampf leicht oder schwer sein. Dein Flamly ist beispielsweise ein Feuertyp. Es ist stark gegenüber dem Pflanzen- und Käfertyp. Aber es ist schwach gegenüber dem Wassertyp. Na, weißt du Bescheid? Das war so Standardwissen. Da gibt es aber natürlich noch viel mehr Typen. Das Ganze wird natürlich noch ein bisschen komplizierter und da muss man natürlich ein bisschen Bescheid wissen. Als mein Pokémon eine Sinelbeere aß, wurden seine KP aufgefüllt. Das ist genau das, wovon ich redete. Hallo, du, Trainer. Du hast ein wundervolles Lächeln. Och, dankeschön. Ich habe ein Hobby. Ich sammle die Profile von Pokémon-Trainern. Das ist schon ein bisschen scary. Bist du so ein Stalker oder was? So ein Perverser? Nun, wie sieht es aus? Darf ich dein Profil sehen? Perversling! Ja, komm. Ja, danke schön. Zeigst du mir jetzt dein Profil? Alles klar. Ich bin groß in Pokémon. Ja. Das ist, glaube ich, nur wichtig, wenn man für Tauschen kämpft. Also, ne? Wenn man halt sich mit anderen Leuten verbindet. Da. Ja. Das ist jetzt nicht so wichtig, tatsächlich. Ich bin du. Aber. Aber geschockt. Hat auch voll viel Sinn. Ich bin du, aber geschockt. Fantastisch. Dein Profil einfach wunderbar. Es sagt wirklich alles über dich aus. Jeder, der dieses Profil sieht, wird von dir entzückt sein. Dankeschön. Ja. 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 Das hat jetzt sehr viel gebracht. Sehr toll. Können wir jetzt schon Pokébälle kaufen? Ja, oder? Ja, sehr gut. Holen wir uns doch 4 Stück, ey. Was ist da los, ey? Was ist denn das? So, und ihr so? Setzt du Schutz ein? Das ist ja ein Pokémon-Fan und ist sehr nützlich, wenn du es eilig hast. Noch nicht, später vielleicht. Auch wenn dein Pokémon jetzt noch schwach ist, es wird ständig stärker. Das Schlüsselwort heißt Liebe. Liebe für deine Pokémon. Ich liebe sie ja auch. Hast du etwas Gegengift dabei? Ein vergiftetes Pokémon verliert ständig KP, bis es kampfunfähig wird. Halte deshalb stets Gegengift bereit. Richtig. Haben wir ja auch gekauft, 2 Stück, nicht? So, Blumenbuchse, die wunderschön hier. Es gibt keine Wasserspiegelung? Moment. Oh, fuck, was willst denn du? Hey da, bist du vielleicht ein Anfänger unter den Trainern? Weißt du, was Pokémon-Trainer machen, wenn sie in einen neuen Ort kommen? Sie sehen sich als erstes die Arena im Ort an. Die ist hier. Schau, das ist die Arena von Blutenburg City. Das ist das Logo der Arena. Daran kannst du immer eine Arena erkennen. Dankeschön. Ich weiß das doch. Ich wollte mich doch nur im Wasser betrachten. Blöder Junge. Ah, da. Wasserspiegelungen. Die sind nämlich auch neu. Mein Gesicht spiegelt sich im Wasser. Ein schimmerndes Lächeln der Hoffnung. Oder ist es der Ausdruck düsterer Stille, an der die Angst nagt? Was siehst du in deinem Spiegelbild? Ich sehe pixelige Augen, die sich hin und her bewegen. Cringe. Gut, gehen wir hier rein. Oh, hallo. Reisen ist einfach wundervoll. Als ich noch jung war, waren die See und die Berge mein Zuhause. Aha. Ich wünschte, ich könnte mit einigen Pokémon auf Abenteuerreise gehen. Sich durch hohes Gras schleichen, steile, zerklüftete Berge erklimmen, das tosende Meer überqueren, dunkle Höhlen erforschen und manchmal ein wenig Heimweh haben. Reisen muss einfach toll sein. Das stelle ich mir auch so toll vor. Als Kind habe ich mir so oft vorgestellt, wie geil es wäre, wenn es Pokémon wirklich gäbe und man wirklich als auf Pokémon-Reise gehen würde. Die Vorstellung ist doch einfach wundervoll. Das hat jeder Pokémon-Spieler sich bestimmt schon vorgestellt. Jeder Poké-Fan hat sich das mindestens einmal vorgestellt, wie toll es wäre, mit eigenem Pokémon auf Reise zu gehen. Auf Weltreise. So schön. Norman. Habe ich ihn Norbert genannt? Ich glaube schon. Ich bin so ein Depp. Es war der Arena. Norbert ist der Arena-Leiter aus Kristall. Norman heißt er natürlich. Ich habe tatsächlich den Namen unseres Vaters vergessen. Geil! Norman ist unser neuer Arena-Leiter. Ich glaube, er ist mit seiner Familie aus der Johto-Region hierher gezogen. Aha. Da haben wir ja kleines Interesse.